Liebe Bad Vilbener Bürgerinnen und Bürger, am 6. März 2016 dürfen Sie nicht nur eine neue Stadtverordnetenversammlung und neue Ortsbeiräte wählen, Sie dürfen auch noch einen neuen Bürgermeister wählen. Und damit Sie was Neues zu wählen haben, trete ich an. Stellen Sie sich das einmal vor. Briest wird Bürgermeister in Bad Vilbel. Da rappelt es im Karton. Und warum nicht? Warum sollte eine vitale Stadt wie Bad Vilbel nicht auch einen ebenso dynamischen Bürgermeister haben? Ein Bürgermeister, der soziale Veränderungen in unserer Gesellschaft wahrnimmt und diese aktiv begleitet. Hier ist es mir ein besonderes Anliegen, das vielfältige ehrenamtliche Engagement als Bürgermeister zu unterstützen. Das heißt bei mir nicht in erster Linie als Festredner aufzutreten, sondern als Netzwerker. Warum nicht einen Bürgermeister wählen, der mehr Bürgerbeteiligung wagt? Und damit meine ich nicht, Bewohner erst darüber zu informieren, wenn vor ihrer Haustür gerade etwas passiert. In Bad Vilbel wird in der nächsten Zeit die Stadtentwicklung weiter voranschreiten. Warum nicht Sie, die Bürgerinnen und Bürger von Bad Vilbel, im Vorfeld daran aktiv teilhaben lassen? Dafür setze ich mich ein. Warum nicht einen Bürgermeister wählen, der davon träumt, aus der unteren Frankfurter Straße den Kraftfahrzeugverkehr zu vermindern und mit Flaneuren zu beleben. Eine Gastro- und Kulturzeile inmitten Bad Vilbels, wo sich dann statt Autos Menschen tummeln. Warum nicht mit frischen Ideen Neues wagen? Mir begegnet oft, dass dies nicht geht oder nicht erfolgsversprechend ist. Ich bin nicht einer, der klein beigibt und sich mit dem Vorfindlichen zufrieden gibt. Bad Vilbel braucht frischen Wind von der Rathausspitze. Aus Bad Vilbel kann mehr werden. Ich packe es an, wenn Sie mir Ihre Stimme geben.